Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Sarah Wagenknecht das Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Merkel hat uns ja gerade wieder eine wunderbare Märchenstunde beschert. Europa ist auf dem guten Weg. Wir haben einen fantastischen Haushalt beschlossen. Alles wird gut. Die Realität sieht leider etwas anders aus. Und ich möchte mich vor allem auf einige Entwicklungen beziehen, die mit Sicherheit über die Finanzierungsspielräume der europäischen Staaten wesentlich mehr entscheiden werden in den nächsten Jahren als der Umstand, ob der europäische Haushalt jetzt 10 oder 15 Milliarden mehr oder weniger hätte. Es geht vor allem um die ökonomischen Entwicklungen. Herr Steinbrück hat auf die dramatische Arbeitslosigkeitssituation in der Europäischen Union hingewiesen, vor allem auf die dramatische Situation von Jugendlichen. Wobei ich mich allerdings schon frage, Herr Steinbrück, wie Ihre zur Schau gestellte Betroffenheit in dieser Frage mit Ihrem Abstimmungsverhalten hier im Bundestag zu vereinbaren ist. Sie haben diesen ganzen Kürzungspaketen immer wieder zugestimmt. Zur Realität in Europa gehört auch, dass trotz der inzwischen 4,5 Billionen Euro, die die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür aufgebracht haben, marode Banken zu retten, es nach wie vor von Monat zu Monat für Unternehmen schwieriger wird, bei diesen Banken Kredite zu bekommen, um Investitionen tätigen zu können. Zur Realität gehört genauso, dass die Krise inzwischen auf Deutschland zurückgeschlagen ist. Im letzten Quartal 2012 ist die deutsche Wirtschaftsleistung deutlich eingebrochen. Und es gibt überhaupt keinen Grund für die Annahme, dass in diesem Jahr Südostasien oder die krisengeschüttelte USA oder wer auch immer irgendeine Region der Welt das ausgleichen kann, was uns an Nachfrage verloren geht, aufgrund der tiefen Krise, die wir hier in Europa haben. Es gibt eine aktuelle Studie von Ernst & Young. Danach rechnet die Hälfte aller mittelständischen Unternehmen in Deutschland mit sinkenden Umsätzen. Man sollte vielleicht nicht immer nur auf die DAX-Konzerne gucken. Sie planen eher Entlassungen als Neueinstellungen. Und jeder zehnte Mittelständler nach dieser Studie in Deutschland kämpft ums Überleben. Und das, obwohl, oder man kann natürlich auch sagen, vielleicht gerade weil die Löhne sich in Deutschland seit über 12 Jahren hundsmiserabel entwickelt haben und eigentlich um 12% höher sein müssten, wenn sie wenigstens im Gleichklang mit der Produktivität gestiegen wären. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, darauf hat die OECD vor kurzem hingewiesen, dass viele große Unternehmen, viele Konzerne auch hier in Europa inzwischen Steuerquoten haben von etwa 5%. Zur Realität gehört, dass in den Steueroasen weltweit privates Vermögen im Volumen von über 32 Billionen Dollar nahezu steuerfrei sich vermehrt. Da macht die Bundesregierung nichts. Trotz alles Gerede über Konsolidierung und Schuldenbremsen. Das ist offenbar kein Problem. Das einzige Problem ist, ganz Europa immer wieder sogenannte Sparhaushalte und Kürzungen zu diktieren, unter dem Vorwand, dass man so die Staatsschulden reduziert. Komischerweise sinken die Staatsschulden in Europa aber in keinem einzigen Jahr. Sie sind immer wieder gestiegen. Der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, den Sie ja immerhin selber ins Boot geholt haben, hat im Oktober letzten Jahres darauf hingewiesen, dass in den Krisenländern die Wirtschaftsleistung nicht zuletzt gerade wegen dieser Kürzungsdiktate immer weiter eingebrochen ist. Und insoweit denke ich, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die Mitglieder dieser Bundesregierung etwas weniger Zeit damit verbringen würden, diverse Investmentbanker von der Deutschen Bank bis Goldman Sachs zu treffen und etwas mehr Zeit damit, sich von Menschen und Ökonomen beraten zu lassen, die ein bisschen was von Makroökonomie verstehen. Und ich bin ja wirklich gespannt, mit welchen Verrenkungen Sie demnächst im Bundestag erklären werden, dass man selbstverständlich auch die zypriotischen Banken mit deutschem Steuergeld retten muss. Und im Grunde ist das natürlich auch nur konsequent. Also wenn uns griechische Oligarchen Milliarden wert sind, warum dann nicht auch russische Oligarchen, zumal auf zypriotischen Konten, ähnlich wie auch auf irischen natürlich, auch genug Geld aus Steuerflucht und anderen kriminellen Geschäften lagert. Und das muss natürlich unbedingt gesichert werden, sonst bricht ja die Welt zusammen, zumindest die Welt dieser Bundesregierung. Und Sie sind ja auch alle ganz stolz darauf,
dass sich die Finanzmärkte in Europa seit einiger Zeit beruhigt haben. Und nicht nur die Krisenstaaten, sondern sogar die größten Pleitebanken sich plötzlich wieder refinanzieren können. Aber was der Grund dafür ist, das sagen Sie den Leuten nicht. Der Grund dafür ist nämlich nicht, dass die Probleme kleiner geworden sind. Das Volumen fauler Kredite in den Bankbilanzen wächst. Es soll nach Prognosen in diesem Jahr bis zu 1 Billion Euro faule Kredite in den Bankbilanzen europäischer Banken geben. Und wenn spanische Banken alle Verluste konsequent abschreiben würden, dann hätten sie wahrscheinlich keinen müden Euro Eigenkapital mehr. Und dann würde es auch für deutsche Banken eng, die nämlich in Spanien 50 Milliarden im Feuer haben. Warum also kriegen Pleitebanken plötzlich wieder Geld? Warum wird auf einmal wieder ohne großes Misstrauen gezockt? Ja, der Grund ist ganz einfach. Weil ein riesiges Großbankensubventionsprogramm in Vorbereitung ist. Die Finanzmärkte sind beruhigt, weil den Banken und Hedgefonds zugesagt wurde, dass sie auch in Zukunft keine Angst vor Verlusten haben müssen, sondern dass dafür der Rettungsschirm ESM einspringen wird. Das ist doch die Quintessenz des von der Europäischen Kommission im letzten Herbst vorgelegten Fahrplans für eine Bankenunion. Mindestens bis 2018 soll die Haftung privater Gläubiger komplett ausgeschlossen werden. Ja, und wenn die privaten Gläubiger nicht haften, wer denn dann? Dann soll es doch wieder der Steuerzahler sein, an dem der ganze Finanzmüll hängen bleibt. Und wenn, da geht es hier um Summen. Im Vergleich zu dem ist die ganze bisherige sogenannte Euro-Rettung nichts als eine laue Aufwärmübung. Aber gab es irgendeinen massiven Protest der Bundesregierung und ihrer angeblich eisernen Sparkanzlerin? Ich habe nichts gehört. Ja, Herr Schäuble hat kürzlich vorgeschlagen, das Haftungsvolumen des ESM für die Banken auf 80 Milliarden zu beschränken. Aber dass die Banken und dass die Märkte nach dieser Ankündigung noch nicht mal ein bisschen nervös geworden sind, das zeigt eben auch nur, dass sich inzwischen bis zum letzten Händler herumgesprochen hat, dass rote Linien für diese Bundesregierung nur dazu da sind, überschritten zu werden. Die Deutsche Bank wird wissen, warum sie es sich leisten kann, allein 2012 wieder 3,2 Milliarden Euro an Boni auszuschütten. Ja, warum auch Eigenkapital bilden, wenn man so eine Bundesregierung hat, die eine wunderbare Vollkasko-Verlustversicherung anbietet? Wenn die Bundestagswahl erstmal überstanden ist, dann ist sowieso alles egal. So kalkulieren Sie doch. Und deshalb ja auch die Giftlisten von der weiteren Erhöhung der Mehrwertsteuer bis zu weiteren Angriffen auf die Renten, die bekanntermaßen in ihren Schubladen doch längst lagern. Und das Schlimme ist, dass man leider damit rechnen muss, dass eine SPD unter Herrn Steinbrück das alles auch wieder genauso brav mittragen wird wie die ganzen Bankenrettungspakete der letzten Jahre. Der Chef des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, hat Ihnen bekanntlich vorgeworfen, dass Sie mit Ihrer Politik faktisch eine negative Vermögenssteuer eingeführt haben. Und ich finde, er hat recht. Eine positive Vermögenssteuer, das ist bekanntlich, wenn Millionäre jährlich einen gewissen Prozentsatz ihres Vermögens dafür abgeben müssen an die Allgemeinheit, dass ordentliche Schulen, gute Krankenhäuser und eine auskömmliche Rente finanziert werden können. Ja, und eine negative Vermögenssteuer, das ist natürlich das Gegenteil. Das ist, wenn die Allgemeinheit auf ordentliche Schulen, gute Krankenhäuser und auskömmliche Renten verzichtet, weil sie einen großen Teil ihrer Steuereinnahmen dafür verschwenden muss, Millionäre vor Vermögensverlusten zu bewahren. Das ist die Politik, die Sie machen. Sie machen eine negative Vermögenssteuer. Wir sagen, wir wollen, dass endlich die Millionäre und Multimillionäre zahlen und die, die profitiert haben von diesem ganzen miserablen Geschäft, das in den letzten Jahren in Europa angerichtet wurde. Ihre Politik macht Europa kaputt. Ihre Politik macht die Demokratie in Europa kaputt. Und diese Politik wird weiterhin auf unseren massiven Widerstand stoßen.